Hi, liebe Freunde und Freund innen. Ein Glück, dass die Nazis nicht den Regenbogen okkupiert haben. Davon hätte sich der Regenbogen wahrscheinlich nur schwer erholt. Gut, die Frage stellt sich nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, wird sich unser Patriotismus je wieder aus den Krallen des Woke-Kults befreien können? Wird sich der Patriotismus nach dieser Woche erholen? Ich bin kein großer Fußballschauer, aber alle zwei Jahre packt es mich, wenn Deutschland vor dem Tor ist. Ich flippe aus. Ich flippe vollkommen aus bis diese Woche. Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich wäre. Ich saß schon ganz früh da, Hackescher Markt, hatte Angst, da keinen Platz zu bekommen. Um 5 saß ich da schon, Spielbär hatte erst um 9 Uhr angefangen. Alles vor der spanischer Flaggen, ich saß im Spanier. Und um 18 Uhr war ja auch das Spanien-Spiel und ich habe überlegt, ja, was wäre jetzt, wenn eine junge Kellnerin sagen würde, ey Chef, du, lass mal die Regenbogenflagge aufhängen. Er könnte sich dem wahrscheinlich gar nicht entziehen. Es war so ein kleines, hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass ich überhaupt da gar keine Regenbogenflagge gesehen habe. Bis spätestens die Aufstellung eingeblendet wurde und alle Figuren von Regenbogen unterlegt waren. Die Geschwindigkeit, mit der sich damals bei den Nazis, die Nazi-Symbolik, die Nazi-Gestik von der Ideologie ganz zu schweigen ausgebreitet hat. Die Geschwindigkeit ist die gleiche, mit der sich der Vogue-Kult ausbreitet. Alle 11 Millisekunden verliert ein Mensch seine Seele an den Vogue-Kult. Alles, was die Linke, alles, was der Vogue-Kult anfasst, zerstört er jetzt auch den Sport. Laurel Hubbard kam dann die Woche auch jetzt ganz offiziell bestätigt, nimmt teil, erste Transfrau im Gewichtheben, hat nie ein Turnier gewonnen, aber es gibt einen Weg zu gewinnen. Werde Frau. Ich freue mich drauf. Gewichtheben, Olympia nächstes Jahr. Aber wie geht's mit unserem Patriotismus weiter? Wie geht es am, ich glaube, Dienstag ist das Spiel. Wie geht es am Dienstag weiter? Meine Hoffnung ist, dass der englische Torhüter auch eine Regenbogenflagge trägt. Ich hoffe, dass ich dann wieder richtig mitfiebern kann. Die Geschwindigkeit. Der konservativ sein heißt schnell sein, schnell zu reagieren. Die Geschwindigkeit, mit der der Zeitgeist fließt, mit der die Zombies im Zeitgeist sich treiben lassen, beängstigend. Beängstigend. Aber auch nichts Neues. Noahs Regenbogen oder Manuel Neuers Regenbogen? Das ist die große Frage. Dazwischen gilt es sich zu entscheiden. Auf eine gute WM. Bis dahin, goodbye.